Toastmasters International and all other Toastmasters International trademarks and copyrights are the sole property of Toastmasters. This video is the opinion of the creator and is independent of Toastmasters International. It is not authorized by, endorsed by, sponsored by, with or otherwise approved by Toastmasters International. From the Brainstormers? Bei den Brainstormers hast du die komplette Bandbreite, was es im Sprecherbereich gibt. Wir haben sowohl aus dem technischen Bereich Leute, als auch aus dem Comedy-Bereich Leute. Wir haben Menschen, die es einfach zum Spaß machen, Menschen, die es beruflich wollen. Und das macht die ganze Geschichte spannend. Ich bin Ron und spiele bei den Brainstormers wahrscheinlich aus zwei Hauptgründen. Einmal der Humor, denn wir haben sogar ein paar Komiker im Club. Und der zweite, eine gewisse Lässigkeit im Club. Es sind die Menschen, die sehr unterschiedlich sind und sehr viel können. Und daraus kann man sehr viel lernen, fürs Reden und fürs Leben. Aus zwei Gründen. Nummer eins, ich fand es toll, dass die Leute so unterschiedlich sind dort. Es gibt Leute mit unterschiedlichen Interessen und sehr unterschiedlichen Arten zu sein. Für mich haben die das perfekte Publikum gemacht. Nummer zwei, die Gruppe ist nicht zu klein, nicht zu groß, sodass man relativ schnell zu Wort kommt. Ich mag einfach am Montag hinzugehen, inspirierenden Reden zu hören, mich mit den anderen auszutauschen und von den anderen zu lernen. Ich selbst bin in drei Clubs. Und viele Toastmaster-Clubs sind ein bisschen formaler angehaucht, aber dieser Club ist ein bisschen lässiger, humorvoller und da macht es einfach viel mehr Spaß, mitzumachen und den Clubabend zu genießen. Also diese Lockerheit, diese Heiterkeit und dieser Humor, den wir praktizieren in unseren Clubabenden. Und dann gibt es noch etwas ganz Besonderes. In den Pausen, da werden bei den Brainstormers Snacks gereicht. Warum bin ich dabei? Um den Oscar für Sprechen zu gewinnen. Und natürlich der Oscar zum Sprechen zur Rhetorik kommt aus Griechenland. Bin seit 1,5 Jahren in München Brainstormers, war schon immer sehr interessiert an Rhetorik und Kommunikation und irgendwann mal wollte ich das selber ausprobieren, auf der Bühne zu stehen, vor dem Publikum zu sprechen. Bin sehr begeistert von dieser Erfahrung. Brainstormers ist für mich der beste Montag im Monat und zwar gleich zweimal.